Und Schönen wir guten hören Abend, zu. meine Damen und Herren. Der Spätsommer 2024 ist eine doppelte Zäsur für unser Land. Der Terrorakt von Solingen muss ein Wendepunkt sein in der Migration und in der Sicherheitspolitik. Wir alle müssen bereit sein, gemeinsam Konsequenzen aus diesem Angriff auf unser aller Freiheit zu ziehen. Und die Wahlen in Thüringen und in Sachsen waren ein tiefer Einschnitt in die Geschichte der zweiten deutschen Demokratie. In Thüringen ist zum ersten Mal eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in einem Landtag geworden. Das ist beunruhigend und beschämend zugleich. Es ist nicht gut bestellt um Deutschland im Spätsommer 2024. Deutschland erlebt eine Krise, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch das Vertrauen in unsere Demokratie generell gefährdet. Es gibt vieles, was in Deutschland nicht mehr oder nicht mehr ausreichend gut funktioniert. Nicht nur der Wirtschaftsstandort steht unter einem enormen Druck, auch sachliche Kritik an staatlichen Institutionen ist durchaus berechtigt. In den letzten Jahren wurde offenbar, dass die Fundamente der drei zentralen Versprechen, auf denen der Erfolg der zweiten deutschen Demokratie ruht, beschädigt sind. Erstens das Sicherheitsversprechen nach innen wie nach außen. Zweitens das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft. Und drittens das Versprechen vom Aufstieg durch Bildung. In den Augen vieler Menschen haben diese zentralen Versprechen an Gültigkeit verloren. Wir müssen diese Fundamente wieder instand setzen, auch um unsere Demokratie zu sichern. Wir brauchen einen Geist von Kooperation und gemeinsamen Zielen, um den Feinden unserer Demokratie Einhalt zu gebieten. Aber leider ist es auch um unsere politische Kultur schlecht bestellt. Unsere gesellschaftlichen Debatten zeichnen sich durch Unversöhnlichkeit aus. Die politischen Gräben vertiefen sich, anstatt dass sie überwunden werden. Der Austausch zwischen vielen gesellschaftlichen Gruppen verstummt. Es ist keine gute Entwicklung. Und es ist eine besondere Tragik, dass in ausgerechnet dieser Zeit Deutschland von der schlechtesten Bundesregierung in seiner 75-jährigen Geschichte regiert wird. Die Enttäuschung über die Politik der Ampel hat sich zuletzt bei den Wahlen in Sachsen und in Thüringen deutlich gezeigt. Da ist nicht nur, wie das gelegentlich mitten in der Wahlperiode des Bundestages vorkommt, Zustimmung zurückgegangen. Die Zustimmung hat sich förmlich aufgelöst. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Wo es politischer Klarheit bedarf, werden Nebelkerzen gezündet. Wo ein gemeinsamer Wille nötig wäre, überziehen sich die Partner der Bundesregierung gegenseitig mit Häme. Anstatt zu handeln, wird viel zu oft gestritten. Der erste Schritt auf dem Weg Deutschlands aus der Krise ist die Ablösung dieser Bundesregierung. Dafür braucht es Christdemokratinnen und Christdemokraten, die Verantwortung übernehmen und eine ebenso starke wie geschlossene Union. Ich war und bin immer bereit, mich persönlich der Verantwortung zu stellen. Dabei bin ich an erster Stelle den Bürgerinnen und Bürgern hier in Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Es ist mir Pflicht und Ehre, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu sein. Dem Wohle der Menschen hier gilt mein ganzer Einsatz. Unsere Landesregierung hat nach dem Terroranschlag von Solingen gezeigt, wie politische Handlungsfähigkeit aussieht. Wie es aussieht, wenn politische Verantwortung übernommen und gehandelt wird. Wir haben in der letzten Woche ein Sicherheits- und Migrationspaket beschlossen, das sich durch Konsequenz und Besonnenheit auszeichnet. Wir stellen unter Beweis, dass man auch politische Lager übergreifend zu guten Lösungen kommen kann, wenn es den gemeinsamen Willen und die Entschlossenheit dazu gibt. Wir haben uns in Stil, in Substanz und vor allem im Ergebnis klar unterschieden von dem Agieren in Berlin. Die beeindruckende bundesweit positive Resonanz auf unser Handeln bestärkt uns, unseren erfolgreichen Weg weiterzugehen. Ich setze darauf, dass unser Weg einer Allianz der Mitte weitere Mitstreiter findet in anderen Ländern und hoffentlich endlich auch im Bund. Die Resultate unseres Weges hier in Nordrhein-Westfalen zeigen sich auch in anderen Bereichen. Keine Landesregierung vor uns
hat der Betreuung und Bildung unserer Kinder einen so klaren politischen Vorrang eingeräumt wie wir. Ich werde es immer als meine persönliche Lebensaufgabe verstehen, dafür zu sorgen, dass alle Kinder eine verlässliche, fördernde Betreuung und eine gute Bildung bekommen. Bitte erlauben Sie mir auch, einige persönliche Gedanken offen zu teilen. Natürlich habe ich in den vergangenen Monaten wahrgenommen, dass Menschen sich wünschen, dass ich persönlich auch über Nordrhein-Westfalen hinaus Verantwortung übernehme. Dass es viele Menschen gibt, die sich wünschen, dass ich nicht nur über die Ministerpräsidentenkonferenz oder den Bundesrat Einfluss in der Bundespolitik nehme. Es lässt mich nicht unberührt, wenn viele Mitstreiter und Mitglieder aus verschiedenen Landesverbänden unserer Partei mich ermutigen, noch stärker in der Bundespolitik mitzugestalten. Es lässt einen auch nicht unbeeindruckt, wenn Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft auf einen zugehen und sagen, meine Unterstützung haben Sie, übrigens oft auch junge Menschen. Und es freut mich natürlich sehr, wenn Umfragen eine hohe Zustimmung zu meiner Person und meinem Politikstil ausweisen, nicht nur unter den CDU-Mitgliedern, sondern auch in der breiten Bevölkerung. Natürlich gilt, ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat. Wer das große Land Nordrhein-Westfalen regiert, muss auch bereit sein, für unsere ganze Nation Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für mich. Anders gesagt, man sollte niemals nie sagen. Diesen ganzen Zuspruch empfinde ich als etwas sehr Ermutigendes. Denn ich werte ihn als Zustimmung zur Arbeit unserer Landesregierung, der Koalition, der starken CDU-Fraktion, natürlich auch als Wertschätzung meiner Arbeit als Ministerpräsident und Landesvorsitzender der CDU. Dieses Zutrauen in meine Person hat mich auch dazu veranlasst, in mich zu gehen und die Dinge sehr ernsthaft abzuwägen. Abzuwägen zwischen meiner Verantwortung für die CDU, meiner Verantwortung für Nordrhein-Westfalen und auch meiner Verantwortung für Deutschland. In dieser Abwägung war für mich eine Frage entscheidend. Wie kann ich am besten dazu beitragen, dass diese Bundesregierung, die hauptverantwortlich ist für die derzeit katastrophale politische Lage, von einer handlungsfähigen Regierung abgelöst wird, die Deutschland zu neuer Stärke führt? Dabei habe ich mich auch in das Jahr 2021 erinnert. Ich stimme mit Friedrich Merz und mit Markus Söder darin überein, dass sich so etwas in der Union niemals wiederholen darf. Darüber waren und sind wir uns auch im Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen einig. Die Lehre aus 2021 ist, dass es für den gemeinsamen Wahlerfolg eine Grundvoraussetzung gibt, die Geschlossenheit der CDU und der Union insgesamt. Wir haben uns heute im Landesvorstand daran erinnert, wie es damals war, als ich zunächst den Vorsitz, die Führung unserer Landespartei übernehmen durfte und danach Ministerpräsident wurde. In den Umfragen lag unsere Partei damals nach der Bundestagswahl 13 Prozentpunkte zurück. Am Tag der Landtagswahl lagen wir 9 Prozentpunkte vorne. Ein entscheidender Grund für diesen Vorsprung vor der SPD war die Geschlossenheit der CDU in Nordrhein-Westfalen. Nur einer starken und einigen Union im Bund wird es auch gelingen, die Ampel abzulösen. Als Vorsitzender des größten Landesverbandes der CDU ist es meine Pflicht, diese Geschlossenheit zu fördern und zu sichern. Deswegen habe ich heute im Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass ich aktuell und unter den gegebenen Umständen für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung stehe. Meine Aufgaben liegen hier in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig habe ich den Landesvorstand darum gebeten, unseren Bundesvorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen, und dafür gab es großen Zuspruch. Ein klares Signal für die Geschlossenheit der deutschen Christdemokratie geht heute aus von der CDU in Nordrhein-Westfalen. Friedrich Merz ist für die Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen nicht einfach nur unser Bundesvorsitzender. Friedrich Merz ist einer von uns, tief verwurzelt im Sauerland. Friedrich Merz hat politische Verantwortung übernommen. Er war bereit, in einer für die Christdemokratie sehr schwierigen Zeit das Ruder zu übernehmen. Er hat unsere Partei wieder geeint und in ruhiges Fahrwasser gebracht. Er hat nicht nur die Parteiorganisation neu aufgebaut, sondern auch unsere Bundestagsfraktion oppositionsfähig gemacht. Es ist auch Friedrich Merz zu verdanken, dass das Verhältnis zwischen CDU und CSU heute so gut ist wie lange nicht mehr. Mit dem neuen Grundsatzprogramm hat er einen Prozess christdemokratischer Selbstvergewisserung angestoßen
und auch erfolgreich vollendet, der uns heute das programmatische Rüstzeug für eine Regierungsübernahme gibt. Friedrich Merz kann sich auf die Unterstützung seines Heimatverbandes verlassen. Persönlich danke ich Friedrich Merz für den sehr vertrauensvollen Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten. In unseren Gesprächen über die richtige Aufstellung der CDU habe ich immer sehr großes gegenseitiges Verständnis wahrgenommen und gespürt. Wir sind uns einig, dass ich für den gemeinsamen Erfolg der Union persönliche Interessen keine Rolle spielen dürfen. Das ist für uns handlungsleitend und wird es auch bleiben. In meinen Gesprächen mit Friedrich Merz und Markus Söder in den letzten Monaten gab es das gemeinsame Verständnis, dass sich die Unionsschwestern bei der Aufstellung für die Bundestagswahl auf Augenhöhe begegnen müssen. Wir sind uns in der Union einig, dass der CSU bei gemeinsamen Entscheidungen eine ganz besondere Rolle zukommt. Die Klärung der Kandidatenfrage gehört natürlich dazu. Wir sind uns immer einig gewesen und sind es weiter, dass es in der CDU Konsens braucht und schließlich eine Verständigung auf Augenhöhe auch mit der CSU. Friedrich Merz und Markus Söder werden das wie vereinbart angehen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch die CSU Friedrich Merz als gemeinsamen starken Kandidaten unterstützt. Ich bin mir sicher, dass diese Geschlossenheit zwischen den Unionsschwestern unseren gemeinsamen Wahlchancen enorm erhöhen würde. Die Politik der Ampel und deren Umfragewerte sind desaströs. Angesichts des Niedergangs der Ampelparteien muss es der Bundes-CDU gelingen, der Union insgesamt noch mehr Menschen zu erreichen. Ich bin ganz bei Friedrich Merz, wenn er von einem Potenzial der Union von 35% und mehr spricht. Dabei geht es auch darum, politischen Führungs- und Gestaltungsanspruch zu erfüllen und der Stabilitätsanker der deutschen Parteienlandschaft zu bleiben. Nur eine starke Union kann das Land zur neuen Stärke führen. Dafür braucht es nicht nur die richtige personelle, sondern auch eine überzeugende programmatische Aufstellung der CDU. Darüber habe ich mich mit Friedrich Merz intensiv in unseren Gesprächen ausgetauscht. Es ist unsere gemeinsame Überzeugung, dass die CDU als Volkspartei breit aufgestellt sein muss. Für mich ist klar, unser Herz schlägt in der Mitte. Auf dem Weg in die Regierungsverantwortung sollten wir uns auch an dem orientieren, was Helmut Kohl und Angela Merkel einst vorgemacht haben. Sie haben durch eine Politik von Modernität und Ausgleich über Jahrzehnte hinweg unsere Mehrheitsfähigkeit gesichert. Bleiben wir bei unserem Erfolgsgeheimnis. Die Kernkompetenz stärken, unseren Grundwerten treu bleiben, uns dabei dem Wandel nicht verschließen. Unser Ziel ist, dass die CDU als große Volkspartei der Mitte das Bollwerk gegen den sich ausbreitenden Extremismus ist. Dafür müssen wir auch unseren Charakter als solidarische Partei der Arbeiterschaft neu beleben. Dass in Thüringen fast 50% der Arbeiter die Rechtsextremisten gewählt haben, ist uns Mahnung und Auftrag zugleich. Wir müssen auch das soziale Gewissen im Parteiengefüge der Bundesrepublik sein. Bei der nächsten Bundestagswahl stellen wir die Weichen für die Zukunft Deutschlands. Es steht viel auf dem Spiel. Diese Wahl wird noch wichtiger, als es Bundestagswahlen sowieso sind. Die gescheiterte Politik der Ampel muss beendet werden. Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben die Kraft, die fundamentalen Versprechen unseres Landes zu erneuern. Sicherheit in Freiheit unseres Zusammenlebens nach innen und nach außen schützen, Wohlstand für alle durch die soziale Marktwirtschaft zu schaffen und Aufstieg durch Bildung für alle Kinder zu ermöglichen. So schaffen wir neues Vertrauen in die politische Mitte, damit Extremisten nur noch eine Randerscheinung sind. Wir haben alle Chancen, die CDU, die gesamte Union zur alten Stärke zurückzuführen. Deutschland braucht einen Neustart. Wir sind bereit. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt noch Zeit für ein paar wenige Fragen. Ich bitte dazu, dann die Saalmikros auch zu nutzen. Bitte, ich komme direkt an, dann können Sie gerne starten. Michael Heusen von der Tagesschau. Herr Wüst, war das denn jetzt eine Entscheidung aus dem Kopf oder aus dem Bauch? Ich glaube, das kann ich nicht genau trennen. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass die richtige Entscheidung ist. Herr Wüst, können Sie sagen, warum Sie die Entscheidung gerade heute kundtun?
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig und intensiv im Kreis der genannten, also Friedrich Merz und Markus Söder, gesprochen. Und wir haben immer gesagt, dass die Entscheidung, die natürlich am Ende die relevanteste ist, nämlich zwischen den Parteivorsitzenden von CDU und CSU, dann nach den Wahlen in den neuen Ländern getroffen wird. Das heißt auch, dass Gespräche zwischen den Landesverbänden vorher geführt werden. Die sind geführt worden. Jedenfalls habe ich auch viele geführt unterhalb der Landesvorsitzenden innerhalb der CDU. Es bleibt am Ende dabei, dass die zwei einen Vorschlag machen. Aber wir haben jetzt für uns jedenfalls die Dinge soweit klar, was meine Person angeht. Lothar Becker vom ZDF. Können Sie noch einmal darauf eingehen, inwiefern Bayern dann doch eine Rolle spielen könnte, schon in den nächsten Tagen und nicht erst in Wochen? Na, die CDU, die CSU müssen solche Dinge immer auf Augenhöhe lösen. Die CSU spielt da eine ganz besondere Rolle. Davor habe ich auch Respekt, davor haben wir alle Respekt. Sie ist eine eigene Partei, wir sind Schwesterparteien und das beschreibt die Rolle der CSU, glaube ich, ganz gut. Gerne noch eine Nachfrage. Was sagt denn jetzt Herr Söder eigentlich dazu? Also haben Sie mit ihm da vorher auch drüber gesprochen oder nur mit Herrn Merz? Läuft das jetzt automatisch auf Merz raus oder ist noch Störfeuer aus Bayern zu erwarten? Das obliegt nicht mir zu sagen. Ich habe mit beiden sehr viele intensive Gespräche geführt und bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass sich die beiden Unionsschwestern in ganz wesentlichen Fragen immer auf Augenhöhe begegnen müssen. Und das ist hier insbesondere der Fall. Jetzt ist ja Ihre Ankündigung vor der Wahl in Brandenburg erfolgt. Rechnen Sie denn damit oder erwarten Sie gar, dass auch in dieser Woche noch andere Landesverbände der CDU Ihrem Beispiel folgen und Friedrich Merz offiziell auch die Unterstützung antragen? Ich kann hier nicht für andere Verbände sprechen. Es hat viele intensive Gespräche gegeben. Ich habe hier erklärt, was ich gerade erklärt habe. Das ist vielleicht auch eine etwas besondere Situation, wenn man selber dafür angesehen wird. Und insofern kann ich da nicht für andere Landesverbände sprechen. Vielen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend. Dankeschön. Henrik Wüste, CDU, Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und eben dort auch Ministerpräsident, steht aktuell nicht als Kanzlerkandidat der Union zur Verfügung. Gerd Joachim von Fallor kennt diese Partei, die CDU und die CSU, wirklich sehr, sehr gut. Gerd, war das schlüssig? Ja, das war angekündigt als der Vortrag eines Landesvorsitzenden. Über weite Phasen war es der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hier eine Lage des Landes gezeichnet hat, der man ja in großen Teilen nicht widersprechen kann. Die Situation in der Gesellschaft, sie ist kritisch, das muss man festhalten. Und er hat dann dazu hingeführt, dass er gesagt hat, wir brauchen eine Gemeinsamkeit. Wir müssen uns quasi hinter diesem Mann versammeln, Friedrich Merz. Das ist die Meldung des Abends. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst als möglicher Kandidat, unterstützen Friedrich Merz noch vor der Landtagswahl in Brandenburg. Das war vorher so nicht unbedingt zu erwarten. Und er hatte auch noch einen Satz gesagt, dass man niemals nie sagen kann. Das heißt also, er hält sich da ganz explizit eine Hintertür offen, ne? Na gut, der Mann ist 49 und Friedrich Merz, wenn er den Kanzlerkandidat würde, ist dann im kommenden Jahr, Ende des Jahres, 70 Jahre alt. Da kann man sich ja ausrechnen, dass natürlich Henrik Wüst sich für die Zukunft da noch einiges ausrechnet. Aber es ist schon erstaunlich, wie er diese lange Herleitung gebracht hat. Und im Grunde genommen wurde man das Gefühl nicht los, dass er schon gesagt hat, wir brauchen jetzt einen tatkräftigen Mann an der Spitze, der zum Beispiel der AfD und anderen gesellschaftlichen Bewegungen quasi die Stirn bietet. Und da hat Friedrich Merz nun einmal die beste Ausgangslage als Parteichef der CDU, aber auch als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Und Friedrich Merz nutzt ja dieses Forum auch schon seit geraumer Zeit. Es war auch so, dass Friedrich Merz in den vergangenen Tagen sehr viel telefoniert hat mit Landesvorsitzenden. Und dass ein eigener Landesverband sich jetzt hinter ihn stellt, das ist besser als das, was Armin Laschet damals erreichen konnte. Der arme Armin Laschet war selber Landesvorsitzender zu der Zeit. Das ist natürlich glaubwürdig, wenn der Mitkonkurrent sagt, ich bin für Merz. Also ein ganz starkes Signal. Gerd Joachim von Fallor, herzlichen Dank für die Einschätzung.